So, hallöchen Leute zum komisch guckenden Banjo. Ja Leute, danke, was sag ich, das ist die Abschlussrede. Ja, im letzten Part sind wir hier vor stehen geblieben, haben das Tor geöffnet, was wahrscheinlich nicht richtig ist. Der Part, wo ich das gemacht habe, ist ja nicht online, deswegen kann ich es noch nicht wissen, was ihr mir dazu schreibt. Aber wir wollen jetzt auf jeden Fall in diese Welt reingehen, mal gucken, was uns hier erwartet. Im Snowy Peak oder so. Das kann gut ansehen, dass die Welt so heißt. Mit weihnachtlicher Musik. Diese Welt hält einen neuen Move für euch bereit. Das wollte ich gar nicht. Nee, das wollte ich nicht. Was ist denn? Spiel? Das gefällt mir nicht. Und hier ist ein Iglo, okay. Ah, okay, ne Gott. Na, jetzt geht's. Jetzt hat sie's, glaube ich, gefangen. So, die goldene Feder wollen wir natürlich nehmen. Die sind ja in diesem Spiel sowieso nicht so oft da. Ja, da geht's ja zurück. Dann wollen wir doch mal gucken, was uns im Iglo erwartet. Hallo. Was ist los? Wo sind die Geschenke? Unser Papi Poki wollte uns etwas mitbringen und ist schon so lange weg. Boogie? Ein Banjo in Eisbärenformat und ein Schneemann. Okay. Was sagst du? Oder sagt nur einer was, okay? Aber ich hab eh keinen Bock haben, Schädel. So, ja, gut, dann lass uns mal wieder rausgehen und, wahrscheinlich geht's darum, den Typen zu suchen, der uns, hier weiterbringt. Aua, ich habe solche Bauchschmerzen. Ich hätte dieses funkelnde Ding nicht futtern sollen. Bitte helf dem armen Boogie. Aua, aua. Den. Hä? Okay. Okay, das bringt nichts. Das bringt auch nichts. Müssen wir wohl eine andere Methode suchen. Oh, Dui. Da ist eine kleine Erhöhung drin. Ja, was sollen wir denn für den Buki jetzt machen? Ihn auf jeden Fall von seinen Bauchschmerzen befreien. Das lässt sich daraus ja ganz leicht lesen. Und das Ding bewegt sich. Warum bewegt sich das Ding? Aha. Wir sind die Twinklies. Beschützt uns auf dem Weg zum Baum vor den Lichterfressern. Dann können wir den Baum beleuchten. Okay. Stirbt. Stirbt alle. Okay, das ist also so eine kleine Beschützeraufgabe und ich hasse solche Aufgaben. Weil die hier scheint ein bisschen leichter zu sein. Ja, okay, das geht ja noch. Das war unfair. So drei Stück noch, das sollte eigentlich machbar sein. Ja, das klappt auf jeden Fall noch. Wir haben ja quasi jetzt schon gewonnen. Nein! Okay, jetzt haben wir gewonnen. Gut, was erwartet uns denn als Belohnung? Wahrscheinlich ein Puzzleteil, gehe ich immer stark von aus.
ein On-Button. Was bringt denn der On-Button? Puh, ziemlich knapp. Aber es hat ja geklappt. Jetzt müsst ihr nur noch den Schalter finden. Ist dir das Wasser zu kalt, Banjo? Dann bleibe lieber draußen. Autsch. Oh, verdammt. Ich glaube, das können wir noch gar nicht aktivieren. Und nein, ich will doch nicht den komischen Eisblock da angreifen. Auf jeden Fall brauche ich wieder Leben. Ja, da. Leben. Das Leben. Das Bottle auch. Ein Wii. Noch mehr. Noch ganz, ganz, ganz viele. Ganz, ganz viele Leben. Und ich muss mal eben kurz was regeln. Ich bin sofort wieder im Spiel. So, na, dann wollen wir mal gucken, was Bottles uns bringt. Hallo, Bottles. Mit dieser Attacke wirst du die Königin der Lüfte, Kazooie. Klingt super. Erzähl mehr, Blindschleicher. Wenn du fliegst, drücke den B-Knopf, um im Schnurzug auf ein Ziel herabzuschießen. Ziele genau, denn jeder Versuch kostet eine rote Feder. Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Ich werde deine Energie auffüllen. Jetzt kennt ihr alle Moves, die ich euch in dieser Welt beibringen wollte. Okay, tschüss. Aha, einen Sturzflug können wir jetzt machen. Interessant. Oder. Aua! Ey, der Schneemann ist doof. Wirft uns einfach mit Schneebällen ab. Wirft der uns einfach mit Stillbein ab. Ich will einen Jinjo haben. Oh, schon wieder runtergeplumpst. Ich habe Interesse an diesem Jinjo. Diese Welt ist gerade sehr toll, was das Laggen und so angeht. Zumindest von dem Sound her. Ich finde das. Also, das von der Framerate. Naja, jetzt gerade, wo ich es erwähne, nicht, aber sonst geht's eigentlich noch, aber der Sound ist kommt kratzig rüber. Ich weiß nicht, ob es am Plugin liegt. Dass er es einfach nicht mag hier. Dass er keine Winteratmosphäre mag. Ah. Aha. Wie, das bringt nichts. Meine Güte. Und damit können wir uns auch nicht unter Wasser schützen, vorm Eiswasser. Dann wollen wir dahin doch mal hochgehen. Weg hier, Kazooie. Kazooie, wir wollen hier nicht bleiben, nicht? Oh, ein Walross. Ein böser Bär. Hä? Was? Okay. Da können wir wohl noch nicht viel machen. Puh, jetzt kann sich Wusser aus der Rausch trauen. Da ist ein Leben drin. Und da ist goldene Feder dahinter, glaube ich. Können wir es eventuell mitnehmen? Nein. Das wäre nicht der richtige Move. Nein, kann man nicht. Ich habe aber so in der Art gedacht. Auch nicht? Okay.
Bam. Vielleicht dafür brauchen wir bestimmt eine andere Methode. Oder wir müssen einfach schneller sein. Okay, wir haben es eindeutig berührt. Zumindest glaube ich das. Schnell aus dem Wasser raus. Das ist sowas von K.O. gemacht. Ach, Leben. Oder auch kein Leben. Nein! Nein! Oh, Mann. Die Bestleistung dieser Welt bitte ist nun 13 Noten. Okay, das wird wieder kein schwieriger... Aua, ich habe solche Bauchschmerzen. Ich hatte dieses funkelnde Ding nicht futtern sollen. Betraf den armen Bürger. Das bringt alles nichts. Wir können ihm noch nicht helfen. Oder vielleicht doch... War da oben nicht eine Feder oder so mit dem jetzigen Stoß? Geht das? Also mit dem Stoß dieser Welt? Ich überlege nur gerade, weil da an der Seite ja ein Dings war. Eine rote Feder. Ob man nicht eventuell per... Was ist das da eigentlich? Ach, Geschenke. Ich bin ein Geschenk. Ich mache jeden traurigen Bären glücklich. Interessante Beschreibung. Sag ich nur. Aber wir kriegen ja bestimmt noch irgendwas, was uns unter Wasser... Was uns das im Eis trotzen lässt. Was ganz gut ist. Und haben wir es noch nicht, aber später bestimmt. Es ist übrigens sehr heimtückisch, dass man das erst nicht sieht. Wo führt uns das jetzt eigentlich hin? Ich weiß es nicht. Muss ich das wissen? Hier war zu einer Lebensbox. Dim. Dip, 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 dip. Oh, Schlitten fahren? Wer ist mal hier oben hin? Was ist hier oben denn? Was erwartet uns hier oben? Ein Geschenk, noch eins, okay. Brrr, es ist so kalt. Ich könnte etwas Wärme gebrauchen. Denn ist ein Jinjo. Ja, gut, dann lass uns mal fliegen, nicht? Ich kann mir gut vorstellen, dass hier oben was nicht ist. Aber beziehungsweise doch, es ist was, aber das interessiert mich eher nicht. Gerade nicht. Wir wollen uns. Wo habe ich den Ginger gerade gesehen? Bam, bam. Bam, 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 bada. Da war der Ginger. Dip, dip. Die Musik hat aber was. Ginger! So. Schlitten. Was bringt der Schlitten? Ha? Ja. Oh. Ich hab Bock. Okay. Das tut gut. Ey. Ihr habt meinen Schlitten gefunden. Ich trainiere für das große Rennen. Wir sehen uns, Freunde. Bam, 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 bam. Okay, damit hätten wir das gelöst. Aber die Geschenke, nicht? Ich denke mal, es bringt bei den Kindern was. Wollen wir mal gucken. Was wir hier haben. Wir brauchen bestimmt drei. Hier. Wo sind die Geschenke? Unser Papi Boogie wollte uns was mitbringen und ist schon so lange weg. Ja.
Hier. Oh, danke, brauner Bär. Ah, da brauchen wir noch eins. Cool, noch ein Geschenk. Fehlt nur noch eins. Gut, dann, würde ich sagen, wir holen uns noch ein Geschenk und dann... Ja, ich weiß nicht, der Part wird wahrscheinlich dann vorbei sein. Ich gehe mal davon aus. Aber die Musik hat echt was, die ist toll. Ich hab Bock haben. Okay, haben wir noch einen Mumbo-Schädel randomweise gefunden. Die haben wir eigentlich voll, aber egal. Kann es sein, dass ich mich so ein kleines bisschen in diese Eiswelt verliebt habe? Was bei mir nie passiert in einem Videospiel. Wer weiß, aber bestimmt kommt da ja nochmal so eine Kackszene, die ich absolut nicht kann. So, ja, ich bin auch immer so ein bisschen am Rätsel. Moment. Die haben doch schon mal irgendwie so eine Art Schalter mit. Und ich würde gern was sehen, danke. Wir haben ja schon mal sowas wie einen Schalter aktiviert mit den guten alten Eiern. Dann wollen wir doch mal gucken, ob das auch hier so ist. Denkbar wäre es natürlich nicht. Okay, er ist noch da, gut. Macht viel für Geräusche. Ah. Hurra, findet den Stern und ihr werdet belohnt. Beeilung ist angesagt. Okay, dann, da drüben war es, nicht? Da drüben hatten wir eine Flugfeder. So eine Flugplattform. Ich denke mal, die wird uns da auch weiterhelfen. Ich denke nämlich, wir müssen da durchfliegen. Durch den, Stern. Na! Dim, dim. Okay, das war irgendwie nicht das, was ich wollte. Definitiv nicht das, was ich wollte. Na gut, dann machen wir es gleich nochmal, würde ich sagen. So viel Sinn hat es jetzt auch nicht mehr, da wieder zurückzukehren. Gut, dann warten wir hier mal, bis die Zeit abgelaufen ist und dann lasst uns das Ganze nochmal machen. Ich werde es unbedingt noch in diesem Part machen. So habt ihr wenigstens mal gesehen, wie das passiert, wenn man es nicht schafft. Okay, von der Seite reicht das. Ich habe nämlich noch ein bisschen Angst wegen den Block an der Seite. Und ihr werdet belohnt. Oh ja. Hier ist Beeilung angesagt. Ja, ja, ja. Ich weiß. Kleine komische Glühbirne, die wie alle anderen Sachen hier auch Augen hat. Whee! So. Nochmal versuchen. Bam, 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 mau. Läuft das aus einmal? Scheint wohl öfters als einmal zu sein. Ah, so klassisch, TK. So klassisch! Ja, aber Leute, ich würde sagen, wir machen das am nächsten Part. Wir haben ja schon ein paar Kleinigkeiten hier in diesem Spiel Level dieser Welt gelöst. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid bei diesem wunderbaren Part. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Part wieder dabei sein werdet. Bis dann und bye bye!